Ja, hallo liebe Gemeinde aus Kiel. Wir haben heute mal die Antennen uns vorgenommen. Die Yacht hatte in der letzten Ausgaben Mitte 20 Seefunkantennen getestet, UKW-Seefunkantennen. Und dabei hat die KM3A gut abgeschnitten und die wollte ich euch einmal zeigen, wie die wirklich aufgebaut ist. Was die macht, das ist erstmal eine Mastantenne, die wird an den Mast gesetzt. Guckt natürlich oben über den Mast hinaus, ne? Wird nicht neben dem Mast gesetzt, dann würde ja die Metallfläche die Funkwellen abschotten. Also hier ist Mast top. Da wird sie gegengeschraubt. Die ist hier mit einer Mutter durch diesen Winkelhalter geschraubt, kann also die Mutter gelöst werden. Und dann kann die Antenne abgenommen werden. Dazu fasst ihr aber bitte an den Metallteil an und löst die Mutter hier, fasst nicht da an und löst die, dann brecht ihr das Plastik hier ab, ja? Dann könnt ihr auch den Antennenhalter umdrehen. Wenn der Abstand zum Mast zu klein ist, kann man die Antenne in die Seite reinschrauben und hat dann entsprechend einen größeren Abstand zum Mast, ja? Das heißt, diesen Halter kann man auf beiden Seiten verwenden, sozusagen. Was haben wir hier noch? Wir haben hier unten den PL-Anschluss. Das ist eine Buchse, wie bei üblich bei Seefunkantennen. Und wir haben hier eine Gummidichtung. Das ist unüblich, ist eine Besonderheit von den Scout-Antennen. Und zwar ist das so, dass solch ein PL-Stecker da drauf geschraubt wird. Heißt, wir können das hier sehen, der wird hier reingesteckt und es wird hier verschraubt. Und ihr seht hier, dass diese Mutter gegen den Gummiring läuft, ja? Das heißt, das Gewinde wird sozusagen abgedichtet. Und das Wasser kann nicht im Laufe der Saison in das Kabel reinlaufen. Ja, das ist eine schöne Sache. Solch ein PL-Stecker braucht ihr dazu. Kabel braucht ihr natürlich dazu. Gibt es drei verschiedene Kabeltypen, die üblich sind. Dementsprechend muss auch der Stecker angepasst werden. Ne? RG58, 213 und RCR7 sind die typischen Kabel dazu. Die Antenne ist sehr dünn, hat wenig Windlast. Das ist genau richtig oben im Mast. Die schwingt aber. Ne? Stört euch oben im Mast nicht. Wenn ihr drauf guckt und das stört, dann gibt es noch die KM3F. Die ist mit Glasfiber ummantelt und ist deutlich fester, die Antenne, ja? Der Antennenstab selbst. Ansonsten ist die identisch aufgebaut. Und also die KM3A und die KM3F, das sind die beiden Antennen. So, jetzt habe ich ganz häufig eine Frage zu den Antennen. Und zwar werden die installiert an Bord und das wird alles angelötet. Der Stecker, PL-Stecker wird in der Mitte gelötet, hinten drauf geschraubt, das Kabel ist unten an der Funkanlage. Und bevor man das nur ansteckt und das erste Mal in Betrieb nimmt, geht man mit dem Multimeter rein und misst einmal Innenleiter und Außenleiter, ob die nicht Verbindung haben. Das kann man leicht an Bord überprüfen, einfaches Multimeter. Und spätestens dann kriege ich den Anruf, die Antenne hat einen Kurzschluss, die Antenne ist kaputt. Dazu muss ich einmal was erklären. Das ist ganz normal so. Der Innenleiter und der Außenleiter gehen hier auf eine Spule, die macht einen Kurzschluss. Heißt, ich messe zwischen Innen- und Außenleiter einen Gleichspannungskurzschluss. Das ist sogar ein Qualitätsmerkmal dieser Antenne. DC Shorted oder DC Short nennt sich das. Es ist nämlich folgendes: Wenn jetzt eine Gewitter- oder statische Aufladung in der Luft sind, dann führt diese Antenne das hier zur Masse ab. Innenleiter und Außenleiter sind statisch gegen Masse geerdet. Ja? Das heißt, das ist in Ordnung und muss so sein. Ist bei ganz vielen Antennen so, nicht bei allen Antennen, das gebe ich zu. Aber wenn hier unten so ein dicker Fuß ist, ist das üblich, dass da ein Trafo eingebaut ist. Und jetzt möchte ich euch einmal erzählen, wie solch eine Antenne funktioniert und was es mit dem Trafo auf sich hat. Wir haben einmal den Antennenstab, den wir hier oben sehen. Der ist in der Länge Lamna halbe, das heißt die halbe Wellenlänge. Ist also so einen guten Meter lang. Ja? Das ist was üblich ist, das sind Lamna halbe Antennen. Wenn ich solch einen Stab habe und damit in die Luft abstrahlen möchte, dann habe ich, wenn ich mir das angucke, einen Spannungs- und Stromverlauf auf der Antenne. Wenn ich jetzt hier einmal 0 ansetze und da hinten rechts wird es größer. Fangen wir mal mit der Spannung U an. Betrag von der Spannung heißt hier oben, wo sie in der Luft hängt, ist eine große Spannung und Betrag hier. In der Mitte wird sie
0 und da ist sie wieder groß. Ja? Das heißt, über die Antenne bildet sich eine Spannung aus. Oben eine hohe Spannung, unten eine hohe Spannung. Und der Betrag vom Strom sieht genau andersrum aus. Der ist nämlich oben 0, soll er auch fließen und soll unten auch 0 sein. Ja? Heißt, wir haben in der Mitte den größten Strom, da kann er auch schön fließen, das ist ja Metallstab. Und das ist jetzt die Welle, die sich denn da aufbaut und auch abgestrahlt wird. Und solche Antennen strahlen immer in Richtung des Strombauches. Das mal so als allgemeiner Tipp. So, hier oben habe ich klar hochohmig zur Luft. Der Freiraum hat einen Wellenwiderstand von 379 Ohm, meine ich. Das ist der Wellenwiderstand der Luft. Und hier unten muss ich jetzt auch dafür sorgen, dass ich einmal an mein Kabel rankomme. Ich komme hier mit meinem Koaxkabel an, ne? Und möchte nur unten einspeisen. Hier soll es aber hochohmig sein. Mein Koaxkabel ist jetzt mit 50 Ohm Wellenwiderstand. Im UKW-Seefunkbereich sind wir natürlich. Kommt das an, unten die Funkanlage hat 50 Ohm, das Kabel hat 50 Ohm. Und jetzt muss die Antenne auf 50 Ohm angepasst sein und gleichzeitig hier unten einen hohen Widerstand gegenüber der freien Welle haben. Und das wird typischerweise so gemacht, dass hier unten eine Spule hingesetzt wird, die wird auf Masse geschaltet. Man kann hier noch einen Kondensator nebenschalten, der wird aber teilweise auch durch die Spule schon erzeugt. Das heißt, diese Schaltung, Spule und Kondensator, bei Gleichspannung hat sie Durchgang. Bei ganz hohen Frequenzen bildet der Kondensator einen Kurzschluss. Aber bei meiner Seefunkfrequenz, die ich haben möchte, 160 MHz um bei, ist das gerade in Resonanz und das ist ein Sperrkreis, nennt sich sowas. Hier unten ist natürlich die Masse, das ist mein Mast oder ähnliches, oder wenn ich es an die Reling geschraubt habe. Aber dieser Kreis sperrt die Frequenz, die ich will, nämlich meine Seefunkfrequenz. Das heißt, hier oben, die Spannung wird nicht abgeleitet nach unten oder nur ganz wenig, weil er halt fast alles sperrt. So, trotzdem habe ich jetzt noch meine 50 Ohm. Da komme ich jetzt hier an mit meinem Koaxkabel. Innenleiter mache ich normalerweise auch auf eine kleine Spule, koppel ich an, Außenleiter lege ich auf Erde. So könnte ich das zum Beispiel machen. Ich kann auch hier eingreifen oder so. Aber damit habe ich jetzt eine leichte Kopplung hier rein. Kann auch über die Transformation der Windungen entsprechend meinen Wellenwiderstand hochsetzen. Wenn ich eine Trafo-Wicklung berechne, gibt es ein Übertragungsverhältnis Ü. Das ist gleich N1 zu N2, also die Anzahl der Wicklungen hier zur Anzahl der Wicklungen da. Und das ist die Wurzel von Z1 zu Z2. Z ist eigentlich der komplexe Wellenwiderstand. Wir können aber auch hier einfach 50 Ohm annehmen erstmal, ja? Als Widerstand. Das heißt, wenn ich hier Übertragungsverhältnis von 0,1 habe, habe ich ein Übersetzungsverhältnis des Widerstandes von 0,01. Das ist nämlich die Wurzel daraus gerade, ja? Das heißt, wenn ich hier 1 zu 10 habe zum Beispiel, dann habe ich einen Wellenwiderstand 1 zu 100 übersetzt. Dann komme ich auch in einen hochohmigen Wellenwiderstand. Und genau das ist das, was die Schaltung hier unten macht. Da habe ich meinen Antennenstrab, der strahlt die Leistung ab in Richtung des Strombauches, also sprich rundherum, nicht nach oben und unten. So soll es auch sein, weil ich oben auf dem Masttop bin. Ich will ja rundherum dieses Schiff erreichen. Ich will weder zum Satelliten noch unten an Deck und ans Wasser funken. Ne? Genau das macht solch eine Antenne. Wenn die gut angepasst ist, gutes Stehwellenverhältnis hat, geht auch die volle Leistung da raus. Und das dazu. Und hier seht ihr jetzt auch, wenn ich jetzt hier vorne mit einem Multimeter DC, also sprich Gleichspannung messe, dann habe ich natürlich zwischen meinem Innenleiter und meinem Außenleiter über die Spule, das ist hier auf Masse, das ist auf Masse, ne, messe ich einen Gleichspannungskurzschluss. Und das ist genau das, weswegen ich hoffe, ich Anrufe kriege. Und das wollte ich euch einmal erklären, wie solch eine Antenne funktioniert. Und das jetzt anhand der KM3A-Antenne von Scout hier.